Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Arthurs Blog und wir gehen heute auf eine Konferenz. Wir machen da sehr viele Interviews und wir werden natürlich auch Pausen machen, aber das Wichtigste sind die Interviews. Wir werden ganz viele Leute interviewen, wir haben 3 Fragen. Wer sind Sie und was machen Sie heute hier? Ja, hallo Arthur erstmal. Ich bin Margit Rasfeld. Ich war 39 Jahre in der Schule, 25 Jahre lang als Leiterin, habe ich Schulen aufgebaut. Und da ich auch Schule im Aufbruch gegründet habe, das ist so eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass die Schulen sich verändern, bin ich heute hier, weil Schule im Aufbruch ein Teil von dem SOL-Projekt ist. Nächste Frage. Was bedeutet für Sie der Begriff Inklusion? Inklusion bedeutet für mich, dass wir alle zusammen uns freuen, dass die Welt so vielfältig ist und die Menschen so vielfältig. Und wir alle zusammen haben richtig große Aufgaben und die können wir nur alle zusammen angehen. Das ist für mich Inklusion. Was denken Sie, wie weit ist die Inklusion an Berliner Schulen? Oh, also da gibt es ja Unterschiedliches. Wir haben vorhin eine Statistik gesehen, die zeigt, dass Berlin so im Mittelfeld liegt im Vergleich zu anderen Bundesländern. Aber es kommt ja immer darauf an, wie die gelebt wird. Ja, ob die Kinder auf die Schule gehen und sind immer mit dabei und man löst den Unterricht auf und macht andere Lernformen oder die Kinder werden rausgenommen. Also ich würde sagen, Berlin ist noch entwicklungsfähig, aber hat schon gute erste Schritte gemacht. Und Berlin ist ja auch schon sehr lange Jahre dabei. Das ist auch ganz toll. Ja, finde ich auch. Nächste Frage ist, kennen Sie Menschen mit Beeinträchtigung? Und wenn ja, wie sehen Sie die Welt? Wie sagt man noch den letzten Satz? Wie sehen die die Welt? Die Menschen mit Beeinträchtigungen? Ja, die Sie kennen. Oh, die ich kenne, sie kommen meistens aus den Schulen, die ich geleitet habe. Da waren ja immer Kinder mit Beeinträchtigungen. Ich glaube, dass die den anderen manchmal etwas voraus haben. Manchmal sind die viel sensibler, können so Sachen fühlen, sprechen auch Dinge aus, die andere vielleicht sich nicht so trauen. Und wie sehen die Welt? Ich glaube, jeder anders von denen, je nachdem, wie die so, jeder anders. Ich würde sagen, dieses Interview ist zu Ende. Mhm. Danke nochmal. Dankeschön, Arthur. War super. Hallo erstmal. Hallo. Wer sind Sie und was machen Sie heute hier? Also ich bin die Walburga Fröhlich. Ich komme aus Graz, das ist in Österreich. Und ich mache heute hier einen Workshop zum Thema leicht verständliche Sprache. Ja, sehr schön. Und was bedeutet für Sie der Begriff Inklusion? Inklusion bedeutet für mich, dass man bei allem, was man plant und was man macht, zuerst überlegt, wie muss ich es machen, damit alle Menschen mitmachen können und dabei sein können. Und jetzt ein paar Fragen vorweg. Haben Sie auch österreichische Kinder mit Behinderung oder Einschränkung? In Österreich gibt es genauso viele Kinder mit Behinderung und Einschränkungen wie in Deutschland oder wie in der Schweiz oder wie in allen Ländern eigentlich. Und Österreich, wir machen viele Sachen ganz ähnlich wie ihr in Deutschland. Und manchmal machen wir was
bisschen schneller oder besser und manchmal macht ihr was besser und schneller und so lernen wir voneinander. Ja, und nächste Frage. Kennen Sie Kinder aus Österreich, die auch geistig behindert sind wie ich? Und wenn ja, wissen Sie, was Sie unter Politik verstehen? Also ich kenne sehr viele Kinder und Jugendliche und erwachsene Menschen, die ein Down-Syndrom haben, so wie Sie. Und ich habe auch früher mit den Kindern gearbeitet und mit den Eltern und mit den Familien. Jetzt arbeite ich mehr mit den Erwachsenen und mit den jungen Menschen. Und ich finde es ganz wichtig, dass alle Menschen viel über Politik wissen. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass alle Menschen wissen, was sie politisch wollen, also welche Gesellschaft sie haben wollen und dass sie sich das gut überlegen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass alle Menschen super gut verständliche Informationen kriegen darüber, was die Politiker wollen, damit sie auch wirklich das wählen, was sie am Ende haben wollen. Die letzte Frage für dieses Interview hier ist, wie stehen Sie eigentlich nicht so Integration zu Flüchtlingen mit Down-Syndrom? Also grundsätzlich stehe ich zum Thema Inklusion von Flüchtlingen so, dass ich sage, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass wir Menschen, die flüchten müssen, aus ihren Ländern aufnehmen und dass wir sie genauso gut unterstützen und inkludieren, dass sie einfach wirklich in unserer Gesellschaft sein können. Wenn sie möchten, auch vielleicht irgendwann wieder mal in ihre Heimat zurück können, wie auch immer. Und das betrifft natürlich Flüchtlinge mit Behinderung ganz besonders. Wir wissen, dass viele Menschen mit Behinderung, wenn geflüchtet wird, einfach zurückgelassen werden, weil man es nicht kann, weil einfach das so schwierig ist. Und genau deshalb denke ich, dass wir uns da natürlich ganz speziell darum kümmern müssen, dass wir auch darauf achten, dass behinderte Flüchtlinge sehr schnell und sehr gut unterstützt werden und ihre Familien. Aber noch viel wichtiger finde ich, dass wir wirklich endlich damit anfangen, die Ressourcen anderer Länder nicht auszunutzen. Und das, was das Mädchen da heute in unserem Film erzählt hat, uns einfach ernst nehmen und nicht selber so gierig sind, sondern teilen mit den anderen. Ja, das finde ich auch. Da sind wir einer Meinung. Genau. Okay. Das war der Schlussgong. Genau, das war jetzt der Schlussgong. Okay. Dankeschön. Sehr charmant. Ja. Sie müssen wissen, ich bin ein Frauenversteher. Ja, wunderbar, dann bin ich hier ja richtig. Ja. Hallo. Wer sind Sie und was machen Sie heute hier? Ich bin Sibylle Volkholz. Ich bin heute eingeladen worden. Ich bin die Schirmherrin, sozusagen die Schirmherrin über die Veranstaltung. Habe heute Morgen das Grußwort gesprochen, weil ich schon ganz lange mit der gemeinsamen Erziehung von Kindern mit Behinderungen und nicht behinderten Kindern zu tun habe, mich da engagiere, schon seit jetzt ungefähr 30 Jahren. Und deswegen bin ich eingeladen worden und habe das gerne angenommen. Was bedeutet für Sie der Begriff Inklusion? Inklusion heißt für mich, dass in Schulen und überhaupt in der Gesellschaft akzeptiert wird,
dass Menschen sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben, sehr unterschiedliche Unterstützung brauchen, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Und wenn dies gelingt, dann ist das für mich Inklusion. Ja. Was denken Sie, wie weit ist die Inklusion an Berliner Schulen? Ich glaube, dass wir in Berlin schon ziemlich weit sind. Wir haben mal 89, 90, da warst du noch lange nicht geboren. Da waren deine Eltern, glaube ich, vielleicht gerade mal im Kindergarten. Da hatten wir die gemeinsame Erziehung von Kindern mit Behinderung und ohne schon als einen Schwerpunkt. Und heute gehen über 60% von Kindern, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, gehen in die Regelschule. Ja. Und das ist im bundesweiten Schnitt, neben Schleswig-Holstein und Bremen, ist das schon viel. Also wir haben noch erhebliche Herausforderungen vor uns, aber es gibt auch schon ganz viele, die richtig gute Erfahrungen haben und auch gute Arbeit machen. Und ich finde, dass man die auch mehr herausstellen sollte, mehr loben sollte und sehen, dass die anderen von denen lernen, dass sie eigentlich Netzwerke bilden, von Schulen mit Erfahrung, mit Schulen, die wenig Erfahrung haben, dass die hinterher sagen, die, die auch noch Ängste haben und sagen, oh, ich kann das nicht, die Lehrkräfte, dass die Erfahrung machen und zu sagen, es geht doch. Und guckt mal vor allen Dingen, ich bin überzeugt, dass Kinder auch mit Behinderungen in der gemeinsamen Erziehung erheblich mehr und besser lernen, als wenn sie nur unter sich sind. Ja, das finde ich auch. Man muss halt die Menschen mit Inklusion halt ein bisschen fördern. Und wie stehen Sie eigentlich zur Inklusion? Sind Menschen alle gleich oder was sagen Sie dazu? Ich würde nie sagen, alle Menschen sind gleich. Die sind nicht gleich, sind alle unterschiedlich, aber sie sind gleichwertig. Und das ist, sie sind vor dem Gesetz gleich und alle haben einen gleichen Anspruch auf eine bestmögliche Förderung. Aber gerade, dass sie unterschiedlich sind, das sollte selbstverständlich sein und sollte auch selbstverständlich akzeptiert werden. Finde ich auch. Und ich glaube, das war es jetzt mit dem Interview. Ich danke nochmal, dass Sie Zeit hatten für uns. Und ja, danke. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich finde das hochinteressant. Danke. Immer gerne. Hallo erstmal. Hallo. Und wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin Hanna, ich mache hier die Moderation von dieser Tagung. Was bedeutet für Sie der Begriff Inklusion? Der Begriff ist weit. Kommt immer darauf an, wie man das gerade haben möchte. Für mich bedeutet Inklusion vor allem, dass Menschen in den Kontexten, in denen sie zusammenkommen möchten, auch zusammenkommen dürfen und zusammenkommen können. Also von Barrierefreiheit über sonstiges bis hin zu der vollen Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Was denken Sie, wie weit ist die Inklusion an Berliner Schulen? Ich denke, die Inklusion an Schulen in Berlin ist unterschiedlich weit. Die Inklusion an Schulen hängt auch sehr stark von den Menschen ab, die dafür verantwortlich sind, dass die Inklusion tatsächlich dort gelebt wird. Also den Lehrern, den Schulleitern, den Schülern, einfach allen, die dort den Alltag verbringen möchten. Ja, was finden Sie gut an Menschen wie mich oder Sie? An Menschen mit
Einschränkungen jeglicher Art. Man kann keine Wertung machen. Man kann nicht sagen, das ist gut und das ist schlecht, nur weil die Leute eine Beeinträchtigung haben. Vielleicht haben sie auf der einen Seite eine Beeinträchtigung und können was nicht so gut wie andere, aber haben dann auf der anderen Seite wieder Qualitäten und gleichen das wieder aus. Also man kann nicht sagen, das ist gut und das ist schlecht an dir. Ja. Uns. Ja. Kennen Sie irgendeinen Menschen mit Beeinträchtigung jeglicher Art und die sich auf die Politik äußert? Es gibt viele behinderten politisch aktive Menschen, die sich dafür einsetzen, dass die Menschen, die eine Beeinträchtigung, Schwierigkeit jeglicher Art haben, einfach besser in dieser Gesellschaft leben können. Und ich glaube, das ist das, was Inklusion tatsächlich wirklich ausmacht, dass es ein besseres Leben in der Gemeinschaft gibt. Gut, das war jetzt das Interview. Ich danke nochmal. Gerne. Gerne, Arthur. Immer gerne. Wer sind Sie und was machen Sie heute hier? Mein Name ist Tana Schenk und ich bin heute für die Moderation zuständig, zusammen mit Hanna Furian. Aber gleichzeitig bin ich auch die Projektkoordinatorin von dem Projekt Säul, was diese Konferenz ausrichtet heute hier in der Heinz-Brandt-Schule. Was bedeutet für Sie der Begriff Inklusion? Also wenn ich es kurz sagen soll, dann bedeutet das für mich, dass niemand ausgeschlossen ist, alle gleichberechtigt dazugehören. Keiner fühlt sich privilegiert, in einem System oder in einer Gruppe zu sein. Und jeder hat seinen Platz und jeder Platz ist gleichberechtigt. Was denken Sie, wie weit ist die Inklusion an Berliner Schulen? Also aus meiner Sicht könnte sie weiter sein. Also ich finde, sie befindet sich im Stadium der Integration, also oft noch. Also Inklusion ist das Ziel und oft erlebe ich, dass Menschen mit Behinderung zwar einen Platz in der Schule haben, aber immer noch eine Sonderstellung, also dass man diesen Platz auch sehr schnell verlieren kann, wenn zum Beispiel Mittel fehlen, wenn nicht genug Pädagogen da sind, dann ist ihr Platz auch immer irgendwie gefährdet und das ist ein schlechter Zustand. Wir müssen weg davon. Sie müssen einfach das Gefühl haben, dass sie dazugehören und dass es nichts geben kann, was ihre Zugehörigkeit anzweifelt. Ja, und nächste Frage. Ich habe ja auch das Down-Syndrom und im nächsten Jahr feiern wir wieder den Welt-Down-Syndrom-Tag. Und was meinen Sie, ist dieser Tag für uns was Besonderes? Er muss so lange etwas Besonderes sein für Menschen mit Down-Syndrom, solange die Welt auch immer wieder auch mit Sorge oder mit irgendwie nicht so einen guten Blick auf Menschen mit Down-Syndrom guckt. Also wir haben ja, Sie wissen das vielleicht auch, ziemlich hohe Abtreibungsquote. Ja. Und solange das in der Welt als Fakt da ist, muss Down-Syndrom gefeiert werden und muss zeigen, dass es dazugehört, dass es einfach ein selbstverständlicher Teil der Menschheit ist, dass es Menschen mit Down-Syndrom gibt. Ja, bin ich auch dafür. Und letzte Frage ist, was meinen Sie, stehen Sie auch für die Flüchtlinge? Und wenn nicht, dann nicht.
Also es gehört zur Inklusion dazu, dass wir auch Menschen, die geflüchtet sind, aufnehmen und sie nicht in Frage stellen. Also ich finde die Diskussion nicht gut. Überhaupt auch die Frage, dürfen diese Menschen hier sein, ist für mich schon falsch als Frage, sondern wir müssen einfach Menschen, die Hilfe brauchen, diese Hilfe geben. Wir haben genug zum Teilen, wir haben viel Platz, wir sind ein reiches Land als Deutschland. Es gibt hier keine Zustände, die es nicht ermöglichen würden. Also ich finde, das ist ein Zeichen der Humanität und es ist auch im Prinzip Zeichen davon, dass wir inklusiv leben können, dass wir das an dem, wie wir Flüchtlinge aufnehmen, können wir das auch zeigen, dass wir Inklusion können. Das gehört dazu. Ja. Danke fürs Interview. Und ja, haben Sie noch ein bisschen Spaß hier? Ja, also ich finde, das bis jetzt läuft sehr gut, auch wenn ich weiß, als Organisatorin, wo kleine Macken schon aufgetreten sind, hoffe ich, dass das Publikum wenig davon merkt und sich hier alle wohlfühlen. Das ist mein Wunsch, dass es allen hier gut geht. Ja, die Technik halt. Ja, also danke nochmal und nochmal viel Spaß. Dankeschön für das Interview, war sehr nett. Ja, danke. Cool. Also jetzt ja. Na dann. Danke, ja, danke. Oh. Geschafft. Na komm, mal High Five, ey. Ey, ich will auch. Sehr gut. Ich brauche diesen Bett.